So, da haben wir es geschafft. Wir sind in Oslo. Jawohl, da vorne ist die Oper von Oslo neu gebaut. Steht irgendwie zur Hälfte aus italienischem Marmor und zur anderen Hälfte aus norwegischem Granit. Oder Opa einfach mal Strand. Das ist sehr genial. Temperatur wie bisher, 23 Grad. Nicht zu warm. Ja, wenn wir schon mal hier sind, gönnen wir uns auch mal eine Fahrt mit dem Riesenrad an der Oper. Überall so Kanäle, kommt man sich vor wie in Venedig. Stark. Und überall die Möglichkeit, dass man schwimmen kann. Cooles Lebensgefühl. So, wir befinden uns jetzt auf dem Holmenkollen, einem Berg bei Oslo und mit einer gigantischen Skischanze. Wow.
Also die Dimensionen von dieser Sprungschanze kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht wirklich das Teil vor sich sieht. Boah, unglaublich. Es fährt auch noch irgendwie ein Aufzug hier hoch. So ein Schrägaufzug, aber das gönnen wir uns jetzt nicht. Heute hat übrigens mein Sohn die Erkältung geerbt. Jetzt ist der nächste, der völlig in den Seilen hängt. Aber naja, dafür geht es uns ein bisschen besser. Und wir wollten uns den Ausflug nach Oslo auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und hier oben auf jeden Fall nochmal ein echtes Highlight. Ich habe aber schon auf der Herfahrt gesehen, es gibt hier gleich nochmal einen Aussichtspunkt mit einem unfassbaren Blick über die Stadt und den Fjord. Hey, man darf hier tatsächlich über die Ränge laufen, cool. Da ist die Auslaufzone. Wahnsinn. Riesengroß. Okay, das wird mir auch Spaß machen. Krass.